So, hi zusammen. Endlich ist es soweit. Ich habe jetzt bin jetzt ein bisschen rumgereist und bin jetzt im Westkontinent. Ihr könnt euch erinnern, da stehen ja unsere ganzen anderen Häuser auch. Und nach langem Suchen, komischerweise hier mittendrin. Na, wo warst du denn jetzt wieder? Oh ne, jetzt habe ich es verloren. Nein. Irgendwo hier war das möglich. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich drehe das Haus nochmal so. Ja, hier war's. Ihr habt es gerade gesehen, es ist gerade etwas aufgeleuchtet. Jetzt haben wir es gefunden. An dieser Stelle wird unser Haus entstehen und es wird gucken in. Wo guckt es denn hin? Ja, ich denke mal, wenn, dann mache ich die Fenster so, dass sie da hinten rausgucken in diese Landschaft hier. Und sage: Hallo, Grundstock des Hauses. So. Der Häusergrundstock ist jetzt hier entstanden. Und jetzt gilt es natürlich, die passenden Mats dazu zu bauen. Jetzt habe ich Glück, dass ich hier in der Nähe, also wenn man jetzt hier drauf geht, das sieht man jetzt hier, Baugerüst von Let's Play, gell? Ich habe nämlich hier gleich auch Crafting-Tische. Die sind allerdings feindlich für mich. Oh, das sieht jetzt nicht gut aus. Und hier kann ich Holzstapel nicht bauen. Oh nein, das ist auch für mich feindlich. Tja, da müssen wir wohl doch woanders hin. Alles klar. Also bauen können wir jetzt da vorne. Wie gesagt, hier ist jetzt unser, zumindest für das Haus schon mal alles fertig gebaut. Ich muss jetzt nach hinten rein. Wir haben jetzt auch leider nicht mehr viel Zeit. Der Server schließt in 25 Minuten, solange wir das Let's Play jetzt eben auch gehen. Hier sind zum Beispiel Archeum-Bäume. Da kostet einer 5 Gold. Und die enthalten eben dieses Archeum, wie man hier sieht. Das kann man abernten und dann braucht man wieder dieses Archeum-Wasser aus dem Nordkontinent. Ohne das geht's nicht. So, also sollen wir mal gucken, wie weit es ist bis davor. Das müsste jetzt dann eigentlich bald kommen. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Ja, genau, da fahren jetzt die Händler. Hier wurde die ganze Straße mittlerweile gepflastert anlässlich der Abschlussfeiern hier auf dem Server. Und ich muss anscheinend eröffnen mit Holz. Wie es ja normal ist beim Haus. Und hier haben wir jetzt meinen Holztisch. Das habt ihr ja bestimmt schon in ein paar Videos gesehen. Ich suche mir jetzt einfach hier, sag mal einen Stapel. Ich würde jetzt gerne hier. Ah ja, jetzt kommt natürlich die Fehlermeldung. Achtung, Meister, du hast doch deinen Gleiter an. Der muss weg. So, der kommt ins Inventar. Und los geht's. Also, ich säge jetzt hier, wie man sieht, das Holz. Nur, tratsch, 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 tratsch. So, jetzt habe ich mein Bündelchen auf dem Rücken. Mein Problem ist jetzt allerdings nur, ja, leider Gottes, ich habe ja keinen Mount, das irgendwie einen Geschwindigkeitsbuff oder sowas hätte. Nicht mal der lahme Gaul, den ich jetzt bekommen habe, den lande erst in einem späteren Level. Demzufolge sieht das Ganze jetzt im Moment so aus. Wenn wir jetzt natürlich Fidos Traktor hätten, wäre das alles viel einfacher, aber leider, leider haben wir den nicht und der Speedbuff ist noch nicht da. Der kommt erst mit einem höheren Level und das Pferd ist jetzt gerade mal 24% in Level 5 drin. Na gut, dann blicken wir mal zurück auf die CBT4. Wir hatten sehr viel Spaß hier, sehr viel Freude mit unseren ausländischen Freunden. Ich habe sehr viel gelernt über das Spiel. Ich habe ja am Anfang jetzt nicht so die Erfahrung gehabt, nur das bisschen aus CBT3, was ich jetzt halt noch hatte von der restlichen Zeit dort. Und es hat mir echt Spaß gemacht, das größere Gebiet zu erkunden. Wie gesagt, ich habe ganz viele Aufnahmen gemacht und werde gucken, dass ich da jetzt ein Special mache mit den ganzen Materialien, die ich habe. Oje, tschak. Ja, wie gesagt, die Leichtigkeit des Seins, aber man sieht auch, das arme Pferd ist hier ziemlich. Warum muss ich diesen Kerl mit dem fetten Balzen da hinten drauf tragen? Das ist nicht gut. Aber gut, das muss ich jetzt halt eben machen. Ansonsten kann ich ja nicht mein Häuschen bauen. Ja, ich habe gelernt, dass halt der Sandbox-Teil in diesem Spiel ziemlich groß ist. Ich habe gelernt, dass Crafting eine Menge Spaß macht, wenn man aus lauter Einzelteilen halt diese ganzen großen super Sachen erstmal zusammenbauen muss. Und ich habe ja auch viele nette Bekannte gefunden, mit denen ich jetzt gerne zusammenzocke.
Ich und Dark, wir haben uns ja vorher gar nicht gekannt, auch erst seit wir jetzt hier zusammen zocken. Und er meinte so, boah, hier Videos und so, komm, hast du Bock, Archage Online und überhaupt. Ne? Dann kam ich halt eben dann mit rein, wie gesagt, fand auch die Beiträge interessant. Und so bin ich zu der Seite halt eben auch dazu gestoßen. Ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz nett, wenn die Leute mal ein bisschen was über das Spiel erfahren. Und dem komme ich jetzt halt hier mit nach. Auf langsamen Wegen, auf ganz langsam. Aber ich weiß nicht, ob das so mega spannend ist, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit weiterquassel. Vielleicht werde ich mal die Aufnahme dann unterbrechen und das im späteren Verlauf weitermachen. Auf jeden Fall sehen wir jetzt schon mal Baustufe 1 unseres Hauses. So, man geht es halt eben hin und dann kann man sagen, jawohl, ich möchte... Ah ja, mit Holz geht es zum Beispiel schon mal gar nicht. Wir hätten mit Steinen anfangen müssen. Na gut, vertrauen wir mal auf die Mitspieler und legen wir mal unser Holzbündel hier ab. Im Schutzkreis des Hauses, vielleicht kann es ja hier keiner klauen. Das wäre natürlich eine ganz, ganz feine Sache. Mounten wieder auf, gehen zurück und holen uns das nächste Stück. Wie gesagt, morgen findet in der letzten Stunde eine große Parade der Schiffe statt. Eine große, wahrscheinlich eine große Seeschlacht. Es wird wohl Partyschiffe morgen geben. Gerade eben sind ca. 1000 Kisten gespawnt in dem ganzen Gebiet, soweit das Auge gereicht hat. Mit ganz vielen blauen und epischen Teilen drin. Da war ich aber gerade mit ihm hier unterwegs drüben und habe verzweifelt nach einem Haus gesucht. Na, ihr seht ja, das haben sie jetzt ganz schön gemacht hier, so eine kleine Traubenallee. Jetzt können die Spieler ja ihr ganzes Gold raushauen. Das wird ja, wie gesagt, ziemlich sicher einen Charaktervibe geben. Da kann man aus den Vollen schöpfen und alles rauswerfen, was noch so da rumfleucht und kreucht. Steine habe ich jetzt im Moment nur 50, aber der Rest ist ja auf der Bank. Jo, der Bankier redet sogar mit mir. Das ist natürlich sehr schön. Gut, gut, wunderbar. Obwohl ich andere Fraktion bin, kann ich hier mich bedienen. Wir brauchen da noch 200 Steine und 100 Holz. Ich kann ja jetzt mal gucken auf meiner Freundesliste. Dark Spy, aber der ist schon in einer Party. Ich kann ihn ja mal anflüstern. Kannst du mal gucken, ob man mich inviten kann? Frage ich ihn jetzt mal. Weil wenn er in der Gruppe ist, dann weiß er auch, wo ich bin. Vielleicht kann er mich dann auch ein bisschen unterstützen. Wir werden sehen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier, das ist der Steinklopfhaufen. So, und hier können wir jetzt unsere erste Ladung Steine basteln. Eins. So, klopf, klopf, klopf. Auch nochmal kurz ohne Screen. Wie gesagt, ein ganz einfaches Herstellungsverfahren. Jetzt habe ich hier eben auch mein Säckchen auf dem Rücken. Und werde jetzt mal mein Glück mit dem Löwen versuchen. Der wird jetzt auch gerade schon zusammenkrachen unter der Last, glaube ich. Oi, 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 oi. Also ich würde mal fast sagen, mit dem Pferd war es ein bisschen schneller. Kam mir zumindest zuvor. So, mal gucken. So, jetzt kam gerade die Nachricht, dass 5% der Kisten noch da sind, die eben gespawnt wurden. Die sind dann wohl auch schon etwas besser versteckt, die Kisten. Also ich vermute, man kann mich nicht inviten, weil sonst wäre ja schon eine Nachricht gekommen oder sowas. Und ich schlage mich wieder zu meinem Haus vorne durch. Wie gesagt, ich denke, ich werde dann jetzt noch vorreiten, dann die Aufnahme erstmal unterbrechen und dann mache ich den Rest noch fertig. So, jetzt kommt auch schon die Servernachricht. In 15 Minuten fahren wir runter. Das mit der Vogelscheuche muss ich gucken, dass ich morgen früh halt nochmal die Zeit finde, das zu machen. Jetzt bedankt sich wieder das Serverteam für den heutigen Testtag. Wir bedanken uns auch. Das war eine super, super Sache heute wieder. Tja, leider Gottes wurde ich etwas aufgehalten mit dem großen Char. Da wird es dann auch noch ein kleines Special geben, jetzt nicht unbedingt moderiert, aber mit schöner Musik unterlegt. Damit man auch unsere Interaktion mit den Koreanern ein bisschen mitverfolgen kann. Hier im Spiel ist ja schon Frühling, ich hoffe bei uns geht es auch bald los. Die gröbste Kälte scheint ja überstanden zu sein. Müssen wir mal gucken. Jetzt kommen eben Nachrichten, morgen letzter Tag der CBT4, schätze ich mal. Da werden jetzt noch genauere Patchnotes veröffentlicht. Ja, der 11.3. wird das Ende der Welt. Nein, nicht der Welt, aber zumindest dieser Closed-Beta-Phase, die ich auch sehr gerne mitverfolgt habe, muss ich sagen. Oh Mann, du lahmer Gaul, mach doch mal hinne. Oi, 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 oi. Komm, Pferd, schon dich, ich laufe mal noch ein bisschen.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Wir haben weiter vorne unsere Häuser mit dem Blick übers Land. Da haben wir uns ja auch schon gut ausgetobt. Wie gesagt, das Land ist jetzt dadurch geclaimed, dass ich das schon gemacht habe. Ich habe ja jetzt hier auch ein Erz. Ach nee, das habe ich noch auf der Bank. Muss ich da mal gucken. So, dann würde ich doch mal sagen, bauen wir hier das Teil noch hin. Unser Holzbündel steht ja auch noch da, Gott sei Dank. Dieser Klopfvorgang dauert natürlich ein bisschen länger, mein Skill ist jetzt nicht gerade unbedingt hoch. Man sieht ja auch schon wirklich die kleinen Details, hier sind schon die Malerpinsel und Malerfarben und die Steinchen und hier wird dann alles schon vorbereitet für die nächste Baustufe. Und Poff macht's und der Grundstock des Hauses steht schon mal. So, ich reite jetzt nochmal nach vorne auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann habe ich heute auch genug geletzplayt erstmal. Ich werde noch den einen Steinstapel vorbereiten in der Zwischenzeit. Ich denke mal, dann können wir direkt dann mit dem Holz anfangen, dass ich das noch hintertrage. Und dann werden wir das Haus morgen fertig bauen. Und dann zeige ich noch ein bisschen was mit Pflanzen und Tieren und dann ist es auch schon Zeit, Abschied zu nehmen. Tor. So. Steinstapel. Los geht's. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen über euer Feedback für das gesamte Projekt bisher, wie es euch so gefallen hat. Über Hinweise, Ratschläge, auch wegen meiner Soundqualität. Da gibt es ja auch noch einiges zu verbessern. Wenn da irgendwas kommt, wird er auch von erfahrenen Let's Playern vielleicht kann der Everyday Let's Play, der sich ja auch meine Sachen anschaut, noch ein bisschen was zu sagen. Ich persönlich hoffe, ich habe euch mit genug Informationen versorgt fürs Erste. Dass ihr ein bisschen Bescheid wisst, wie es so ist als kleiner Char in einer Closed Beta. Vielleicht würde sich dann auch ein Let's Play mit der CBT5 erübrigen. Das kann man nicht so genau sagen. Oh, ein Traktor. Der nimmt mich aber bestimmt nicht mit. Na gut. Also wie gesagt, Comments, Feedbacks, Ratings. Votet bitte gut, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat. Macht halt einen Daumen runter, aber sagt dann wenigstens mir, was da noch zu verbessern wäre an der ganzen Sache. Wie gesagt, mir geht der Moderationsstoff auch manchmal aus, so wie es jetzt der Fall ist. Und bevor ich euch irgendwas vom Wetter erzähle, was ich jetzt schon fast gemacht hätte und schon angefangen habe mit, dann lasse ich das doch lieber ganz bleiben. Also ich habe viel gelernt über Crafting-System, solche Sachen. Werde jetzt noch einige Guides schreiben in der Pause, die kommen wird. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Keys und dann würde ich mal sagen, Glück auf Leute, dann werde ich vielleicht einen Account nochmal verlosen, mal abwarten. Deswegen immer schön stay tuned, es wird einige Interviews geben, einige Shows, also einige Casts sozusagen, die eigentlich dann nur quasi wie der Buffedcast aufgebaut sind, wo ich ein paar Interviews machen werde, vielleicht auch mit den Russen mal, mit unserem Community Manager. Da gibt es ja bestimmt genug Stoff, dass man mal ein paar Befragungen durchführen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt weiter am Ball und springt mir jetzt nicht ab. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, mit der Ankunft an dem Haus beenden wir das Ganze dann auch für heute. Das ist dann natürlich jetzt ein etwas kürzeres Let's Play. Aber ich will euch jetzt auch nicht länger langweilen. Ich denke mal, morgen werde ich noch ein paar neue Sachen zu erzählen haben. Häuser, wie gesagt, gibt es ja jetzt in drei verschiedenen Aufbauformen. Das kleine Haus in ganz, ganz verschiedenen Farben. Dann das etwas größere Haus, das wir ja im Let's Play Together aufgebaut haben. Und eben das Gildenhaus. Da habe ich jetzt auch ein kleines Special, weil ich den Hausbau des Gildenhauses von einer koreanischen Gilde mitbegleitet habe vorhin. Mit viel Spaß und viel Freude und einem Traktor, der richtig abgegangen ist. Aber das werdet ihr alles dann in dem Video sehen, das ich auf jeden Fall vor diesem Let's Play dann schon veröffentlicht habe. Nehme ich jetzt mal schwer an. Klopfen wir jetzt den Stein noch hin. Dann seht ihr schon die nächste Ausbaustufe des Hauses. Oje, oje, oje. Das braucht echt wirklich viel Zeit. Dieses Anklopfen, Wahnsinn.
Ja, mir geht langsam die Puste aus. Ihr merkt, es war heute ein langer Tag mit viel Moderation, viel Gerede, vielen Infos. Das zehrt doch ein bisschen an den Kräften. Ich muss mich ja privat auch ein bisschen ausruhen, damit ich für die Arbeit wieder gerüstet bin am Boden nach. So, jetzt kommt auch schon die Holzphase. Das waren jetzt die ersten beiden Steinphasen. Jetzt kommt das Holz dran. Wird man jetzt auch gleich nochmal in voller Pracht nicht ganz sehen können, aber naja. Zumindest hier vorne an der Front sieht man schon, dass jetzt das Haus dann fast aufgebaut ist. Ach ja, das dauert ja auch noch ein bisschen, bis das Holz dran ist. Gott sei Dank habe ich mir noch genug Arbeitskraft aufgehoben für diese wichtigen Schritte. Sonst könnte ich das jetzt gar nicht so zeigen. Ich sage, es tut mir auch leid, ich habe da einfach keinen Bauplatz gefunden. Deswegen wird jetzt wohl auch die Vogelscheuche entfallen müssen. So, und mit diesem Bild vom Haus verabschiede ich mich dann erstmal wieder von euch. Ich danke euch fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt nicht so prickelnd war, die Folge und die letzte wahrscheinlich auch. Und ich denke mal, morgen werden wir dieses Let's Play zu einem würdigen Abschluss bringen. Macht's gut, tschüssi!